Stämme Westafrikas und die Hip-Hop-Ikonen der 1990er Jahre dienten als Inspiration für die neue Sommerkollektion von Bobby Colade. Do-it-yourself und Improvisation sind weitere Schlagwörter der 26 Looks. Obwohl es erst seine vierte Modenschau ist, ist der Rummel um den jungen Designer groß. Die Presse nennt ihn Wunderkind. Es ist neu, frisch und anders. Es gibt viele Farben, das sieht man sonst auf den Berliner Laufstegen selten. Ich finde es aufregend. Dass er überhaupt nicht mit Schwarz gearbeitet hat, also sogar die Sohlen der Schuhe waren nicht schwarz, weil er einfach nicht mit dieser Farbe arbeiten wollte. Er ist natürlich schon bekannt, dass er immer sehr farbig arbeitet, aber das mit so kleinen Details zu arbeiten, finde ich einfach wahnsinnig interessant. Er wird erfolgreich werden. Ob die Leute sich hier mitreißen lassen, ist aber noch offen. Er ist ein Schöpfer in der reinsten Bedeutung des Wortes. Ein paar Tage vor der Show. Bobby Colade unterwegs im Berliner Wedding, einem Arbeiterviertel, multikulturell geprägt. Hier liegt auch sein Atelier. Gefilmt werden möchte er dort aber nicht. Ich finde, das ist ein Ort, wo viele Ideen noch in der Entstehung sind. Und ich möchte die nicht zeigen. Ich finde, es ist wirklich so. Würdest du jemanden in dein Schlafzimmer filmen lassen? Ja oder nein? Ich glaube nicht. Und ich finde, unser Studio ist wirklich wie ein sehr, sehr persönlicher Ort. Der bunte Mix des Viertels inspiriert den 28-Jährigen. Bunt ist auch seine Biografie. Geboren im Sudan, aufgewachsen in Uganda, studiert er Modedesign in Berlin und arbeitet für 2 Jahre bei Pariser Modehäusern. Mit seiner Abschlusskollektion gewinnt er einen Berliner Modepreis und gründet 2013 sein eigenes Label. Der Einfluss seiner afrikanischen Heimat, Farben und hohe Schneiderkunst zeichnen seine Mode aus. Seine Blazer zum Beispiel werden aus 39 Einzelteilen gefertigt. Auch ungewöhnliche Materialien liebt Bobby Colade. Diese Jacke hier ist aus Baumrinde hergestellt. Was uns als Label total speziell macht, ist die Tatsache, dass wir darauf achten, wo die Sachen herkommen, wie die Sachen produziert werden. Das heißt, wir produzieren zu 90% hier in Deutschland, in Süddeutschland, in Cottbus, in Berlin und 10% wird in Polen produziert. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf keinen Fall mit Leder und Fell arbeiten, mit Pelz. Wir haben eine Zero Leather, Zero Fur Policy. Bobby Colades internationaler Look kommt an. Die Presseresonanz in Deutschland ist enorm. Kerstin Geffert, Inhaberin einer großen PR-Agentur, vertritt viele deutsche Designer und weiß, ein Presseerfolg kann trügerisch sein. Deutsche Designer haben eigentlich kein großes Problem damit, in die Presse zu kommen, zumindest wenn sie eine gute Agentur haben. Schwieriger wird es im Grunde genommen dann, wenn jemand was kaufen möchte von diesen deutschen Designern, weil der Einzelhandel häufig, glaube ich, so ein bisschen das Risiko scheut, einfach auch neue Talente mal auf die Fläche zu bringen. In Berlin alleine gibt es rund 800 Designer, aber nicht mehr als ein Dutzend von ihnen ist langfristig im Markt vertreten. Diese Misere lässt die Mode aus Deutschland abwandern. Das gehypte Berliner Label Achtland agiert seit 2014 aus London, um mehr Einkäufer zu erreichen. Auch Bobby Colade verkauft bisher in Deutschland nur in seinem Online-Shop. Es gibt 2 Probleme in Deutschland, den Handel und die Konsumenten. Solange nicht beide an mehr interessiert sind als an 0815, wird es keine Hoffnung geben. Es macht mich wirklich sehr wütend, wirklich sehr wütend. Wir haben echte Talente, bemühen uns, sie zu fördern, aber sie haben kein Publikum. Zurück zur Schau in den Berliner Sophiensälen. Während die rund 300 geladenen Gäste sich setzen, werden im Backstage-Bereich die letzten Vorbereitungen getroffen. Obwohl es erst die 4. große Schau des jungen Designers ist, ist Bobby Colade sehr entspannt. Die Preise seiner Entwürfe liegen zwischen 250 und 1500 Euro. Von seiner typischen Kundin hat er eine klare Vorstellung. Das ist auf jeden Fall eine mutige Frau, eine sehr neugierige Frau, weltoffen und sportlich und schnell, lebendig, energetisch, frech und verdammt cool, immer. Bobby Colade ist gerade für die Europa-Auswahl des Woolmark-Modepreises nominiert. Wenn am Montag der Gewinner gekürt wird, könnte der Presserummel um den jungen Designer in die nächste Runde gehen.